Was ist für mich ein EDC? Unser Jürgen vom Kanal Jürgens EDC Titanium and More hat zu einer VA aufgerufen. Und ja, Jürgen, hier ist meine Antwort, meine Gedanken zum EDC. Vielleicht vorweg ein paar Worte zu deinem Kanal. Bist ein absolut sympathischer, bodenständiger Typ. Macht wirklich Spaß, deine Videos anzuschauen. Ja, dein Kanalname ist Programm. Du zeigst wirklich immer wieder absolut interessante, schicke Titanklapper in deinen Videos. Und wer den Kanal noch nicht kennt, schaut da unbedingt mal vorbei. Lasst ihm ein Abo da, weil so könnt ihr ganz gewiss sein, dass er in Sachen Titan und EDC immer up to date seid. Ja, Everyday Carry, meine Gedanken dazu. Um diesen Begriff ist natürlich, sag ich mal, in den letzten Jahren ein riesiger Hype entstanden. Und ein Hype, der eine Menge Freude und Spaß mit sich bringt, der einem aber auch, wenn man wirklich auf diesen Zug aufspringt, ja, eine Menge Kohle aus der Tasche ziehen kann. Wer meinen Kanal schon, sag ich mal, ein paar Jahre verfolgt, der wird festgestellt haben, dass also das Thema EDC für mich nicht ganz so einen hohen Stellenwert hat. Aber natürlich über die Jahre sind auch bei mir einige Gegenstände zusammengekommen. Ich glaube, Lars hat in seiner VA dieses Thema auch schon kurz angesprochen. Ich will es aber hier auch nochmal tun. Ist ja, sag ich mal, EDC als solche keine Erfindung ja, dieses Jahrtausends, sag ich mal, sondern wenn ich alleine in meine Kindheit, in meine Jugendzeit zurückgehe, haben wir ja immer irgendeinen Kram gehabt, den wir in der Tasche hatten. Und ich habe mal ein bisschen geguckt. Da wäre hier für mich zum Beispiel mal ja, eine Glashütte von 1979. Die habe ich mir also als Jugendlicher gekauft. Und die habe ich natürlich ja, jeden Tag getragen. Und wenn man jetzt guckt, ist also hier Realtime. Die läuft nach wie vor einfach mal top. Ja, also wie gesagt, das war ein EDC meiner Kinder- und Jugendzeit. Und ja, was noch viel interessanter ist, ich habe bei meiner Frau in den alten Unterlagen so eine selbstgemachte Pouch gefunden. Die ist also auch schon irgendwann in den 70er Jahren, hat sie die gemacht. Da war auch früher schon der Personalausweis drin, andere Ausweise, die Fahrkarte und so weiter. Ja, aber jetzt kommen wir mal ins Jahr 2024 und EDC sieht bei mir folgendermaßen aus, dass ich da doch eigentlich eine recht klare Trennung habe zwischen den Gegenständen, die ich also in meiner Freizeit, die ich im urbanen Bereich oder im Outdoor-Bereich bei mir habe und den Gegenständen, die ich also auf der Arbeit ständig bei mir habe, dass ich da doch so ein bisschen unterscheide. Und ja, wenn ich zum urbanen Bereich komme, zu meiner Freizeit, was habe ich denn, sag ich mal, jetzt wirklich bei? Da ist natürlich in erster Linie ja, ein Schlüsselbund. Hier habe ich von Phoenix die E03R immer mit bei. Ja, eine sehr angenehme kleine Schlüsseltaschenlampe mit vier Lichtstufen, sehr angenehm. Und was mir bei der Taschenlampe ebenfalls sehr gut gefällt, dass wir hier auch Rotlicht bei haben, was gerade in der Nacht immer mal doch eine ganz angenehme Beleuchtung ist. Bis hin dahin, wenn ich hier nochmal rauf drücke, dass ich also hier ein blinkendes Rot habe. Also wie gesagt, die ist eigentlich immer am Schlüsselbund dran. Was habe ich hier noch dran? So ein bisschen für einen Einkauf, für den Wagen. So ein kleines Multitool, muss ich dazu sagen, ist nichts Besonderes. Ist mal ein Werbegeschenk gewesen von Siemens, aber ja,
sehr angenehm, immer mal wieder im Gebrauch. Wie gesagt, Schlüsselbund ist eigentlich immer dabei. Was habe ich noch immer dabei? In der Freizeit, meine Uhr habe ich eigentlich immer um. Eine Festina, ein relativ einfaches Modell, sage ich mal, ohne viel Schnickschnack, zeigt mir also, sage ich mal, den Monat an und zeigt mir die laufende Stunde an, zeigt mir den Wochentag an und den das Datum, also den Tag selber. Läuft sehr gut. Die habe ich eigentlich immer dabei. Ein Stift. Wir sagen, das ist jetzt zum Beispiel so eine Sache, Stifte. Also da kann ich einfach nicht auf diesen Zug mit aufspringen, mit Action, Bold Action und. Ist mir ehrlich gesagt einfach zu teuer. Ja, ich habe hier diesen Jotta von Parker und den habe ich seit Anfang der 90er Jahre. Der hat ein super Schriftbild, ist hier bürsteter Edelstahl. Du siehst hier keine Kratzer drauf und dieser Stift ist einfach top. Den habe ich eigentlich auch immer dabei. Eine Kartentasche. Natürlich, heutzutage kommt man nicht mehr vorbei. Hier in dem Fall ist es eine Ledertasche von Timberland, die mir sehr gut gefällt. Oben kann man noch ein bisschen Kleingeld reinmachen und sehr schön verarbeitet. Wie gesagt, die ist eigentlich im oberen Bereich immer dabei. Der Jet Setter von Victorinox ist immer dabei. Da ich ein Messer in der Tasche habe, ja, brauche ich bei Victorinox nicht, sag ich mal, auf ein Messer mit Klinge zurückgreifen. Der Jet Setter hat einmal hier dieses, wie soll ich sagen, einmal dieses Multitool. Hier natürlich Zahnstocher und Pinzette. Und was für mich ganz wichtig ist, die Schere. Sehr tauglich und immer zu gebrauchen, um mal eine Verpackung aufzuschneiden und. Für den Sommer, ich habe da zwei oder drei Modelle von diesem Jet Setter im Sommer. Hier gerne dieses leuchtende Orange. Und ja, wir sagten Taschenmesser. Und das ist seit einiger Zeit ohne Wenn und Aber hier diese kleine Bauerntaschenmesser von der Messerschmiede Kneißler. Was mir also immer wieder Freude bereitet, sage ich mal, hier ja mit der Edelstahlklinge. Sehr gute Verarbeitungsqualität, Handarbeit, sehr schöne Arbeitsschärfe. Also macht einfach wirklich Freude, dieses Messer. Ich trage es meistens entweder in diesem kleinen Lederetui, was dazu geliefert wurde, oder aber seit einiger Zeit. Habe ich hier auch mal die ein oder andere Pouch von Valhalla Gear. Vielleicht kurz mal zu Valhalla Gear. Ihr fällt mir extrem gut, diese Pouches. Ich habe da auch für die Arbeit, die zeige ich nachher noch. Eine Pouch ist ein Vollnarbenleder, hergestellt in Guatemala. Alles in Handarbeit und Vollnarbenleder heißt also, dass das aus der oberen Schicht der Haut ist, zum einen und zum anderen, dass dieses Leder, sag ich mal, weder geschliffen noch bearbeitet wird. Wie gesagt, das hat von vornherein so diesen Use-Touch, der mir also sehr gut gefällt. Und wenn ich diese Pouch benutze, dann ist da meistens, wie gesagt, das kleine Bauerntaschenmesser drinne. Als Stift muss ich mal kurz gucken, wo habe ich ihn hingepackt. In dem Fall kommt dann hier der Troika zum Einsatz. Na, Scharfstellen, jetzt hat er es, jawohl. Ein sehr schöner Stift mit ein paar Maßeinheiten dran, mit ein bisschen Werkzeug drin. Der kommt meistens hier in die Mitte rein. Und na, komm. Und als Taschenlampe kommt dann meist zum Einsatz hier ebenfalls hier von Phoenix die E12. Auch sehr angenehme, intuitive Bedienung über einen Heckschalter. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch den Heckschalter berühren. Dann wechselt er in die nächsthöheren Stufen und das war es schon gewesen.
Es kommt dann meistens hier rein und schon, sage ich mal, ist meine Pouch, so wie ich sie derzeit trage, vollständig. So, was haben wir noch? Was trage ich noch täglich dabei? Immer mal wieder auf dem Portemonnaie natürlich. Ja, in dem Fall hier von Vibrate, ein recht kleines, aber vorne fürs Kleingeld, hinten kann man dann auch noch mal zusätzlich den ein oder anderen Ausweis mit einpacken, wenn es notwendig ist. Und was bei mir definitiv zum EDC gehört, ist diese Brillen-Advi, weil hier ist meine Ersatzbrille drin, weil ich ohne Brille doch aufgeschmissen bin. Und die habe ich dann natürlich auch auf der Arbeit immer dabei, wie gesagt, absolut notwendig. Das wäre mal so für den oberen Bereich beziehungsweise für den Freizeitbereich die Gegenstände, die ich also wirklich dabei habe. Everyday Carry, das ich also auf der Arbeit immer dabei habe, da ist, sag ich mal, so für die schnelle Reparatur im Vorbeigehen mein Leatherman, absolut notwendig, in dem Fall hier The Search. Habe ich wirklich lieben und schätzen gelernt in den letzten Jahren. Ist wirklich ein absolut taugliches Tool, was ich also entweder hier in dieser Nylon-Pouch am Gürtel trage oder aber, wenn mir danach ist, und jetzt komme ich hier wieder zu Valhalla Gear, in dieser Werkzeug-Pouch trage. Und da sieht es dann von der Sache her so aus, dass ich also hier The Search reinpacke. Dann habe ich als Stift für die Arbeit, hier steht überhaupt kein Name drauf, also ich kann nicht mal sagen, welche Firma das ist oder wie der heißt. Ist aber, ich glaube, das ist nicht mal Edelstahl, ich glaube, das ist Vollmetall, sehr schwer, aber auch hier ein sehr angenehmes Schriftbild und ja, der kann in jede Ecke fliegen, also mit dem Stift passiert gar nichts. Der steckt dann meistens hier noch mit drinne und als Taschenlampe, dazu muss ich sagen, wir haben also bei uns auf dem Firmengelände so einige alte Gebäude zu stehen, die weit über 100 Jahre alt sind, denkmalgeschützt sind, die aber im Augenblick von uns nicht genutzt werden und beziehungsweise da ist auch kein elektrisches Licht mehr drin und so weiter. Da ist also für uns auch eine Taschenlampe. Und da habe ich hier die TK20R, auch von Phoenix, bis 1000 Lumen, bis Strobe und so weiter. Auch sehr intuitiv zu bedienen. Die ist dann also auch hier absolut notwendig. Die steckt dann meistens hier vorne mit drin. Wie gesagt, das ist das wirkliche EDC, was ich also auf Arbeit verwende. Dazu natürlich auch hier wieder mein Brillen-Advi. Ab und zu tausche ich die Taschenlampe mal aus und nehme hier die Tech AA von Acebeam. Auch ein sehr taugliches Modell. Ja, Jürgen, zum Abschluss vielleicht noch. Natürlich ab und zu unterliegen meine Sachen auch mal der ein oder anderen Rotation. Und würde ich vielleicht noch zwei, drei Sachen hier zeigen. Grundsätzlich, was ich eigentlich immer bei habe, ist hier diese Pouch von Tasmanian Tiger, wo in erster Linie ein paar Erste-Hilfe-Sachen bei sind. Also die ist eigentlich immer in irgendeinem Rucksack, egal ob Arbeit oder auch wenn ich in der Stadt unterwegs bin, in der Freizeit. Und wie gesagt, da sind so ein paar Sachen drin. Ihr wisst ja selber, wer viel mit einem Messer rumhantiert, der schneidet sich auch mal. Also ein bisschen Desinfektionsspray. Hier ist auch immer das ein oder andere Messer drin. In dem Fall hier das Bantam. Was habe ich hier noch drin? Eine kleine Taschenlampe. Wenn ich sie finde, genau, da ist er, habe ich hier immer noch mit drin. Die E01. Batteriebetrieben. Auch hier sehr intuitive Bedienung. Sehr angenehm. Eine Kiste voll Pflaster. Habe ich hier immer drin eine Lupe,
ist da immer mit bei. Sei es mal, um mal einen Splitter rauszuziehen, aber halt auch, wenn die Brille mal irgendwie kaputt geht und ich habe gerade keinen Ersatz bei, kann ich mir damit immer behelfen. Ja, eine Rettungsdecke habe ich auch immer dabei. Was haben wir hier noch? Ein paar Gummihandschuhe haben wir bei, ein Block zum Schreiben, ein paar Brillenputztücher. Wie gesagt, so in erster Linie so eine kleine Erste-Hilfe-Tasche. Ja, wie gesagt, mal einen Cut einfach mit dem Pflaster verarzten zu können und desinfizieren zu können. Aber ich war ja eigentlich bei der Rotation. Messer, was ich eigentlich immer sehr gerne dabei habe, ist nach wie vor das Victorinox, der Huntsman. Ja, auch wegen der größeren Schere habe ich aber auch im Outdoor-Bereich viel dabei, wegen der doch sehr fähigen Säge. Zum einen, um damit zu sägen und zum anderen aber auch einen Feuerstahl anzureißen, was sich damit sehr gut macht. Wird ein bisschen durcheinander jetzt. Ich bleibe einfach mal bei den Messern. Outdoor-Bereich. Natürlich im Augenblick mein EDC ohne Wenn und Aber. Ja. Der Buck 110. Sehr fähiges Messer. Da ist schon so viel zu gesagt worden. Da möchte ich jetzt eigentlich gar nichts weiter noch zu sagen. Zu den Messern. Neben den kleinen Bauerntaschenmesser habe ich ja seit kurzem auch die große Version und auch die habe ich jetzt immer mal dabei. Und ich hatte dieses Messer ja vor kurzem vorgestellt und ich hatte ja hier, oder das ist ja hier die Variante mit Kohlenstoffklinge. Und da wurde in den einigen Kommentaren zu Recht angemerkt: Mensch, Holger, hast ja hier eine hochglanzpolierte Klinge. Da könnte das ehrlich gesagt ein Problem werden, dass da wirklich eine Patina entsteht. Aber ich will es jetzt hier gleich mal zeigen. Habe in den letzten Tagen ja mal die ein oder andere Zitrone, den ein oder anderen Pfirsich, Apfel oder auch Tomate geschnitten. Und ja, wie man sehen kann, also auch hier trotz Hochglanzpolitur, die ja eigentlich die Klinge davor bewahren soll, sage ich mal, Patina anzunehmen. Also hier ist Patina ohne Probleme und bei Kohlenstoffstahl ist ja, sag ich mal, eine Patina letztendlich ja eine sehr gute Sache, weil sie zum einen die Klinge vor Rost schützt und zum anderen aber auch dafür sorgt, dass nicht, sag ich mal, wenn überhaupt bei Lebensmitteln, sag ich mal, durch die Klinge Metall in die Lebensmittel kommt, diese Patina, da sag ich mal, so eine Schutzbarriere dafür ist. Also, wie gesagt, funktioniert auch hier eine Patina. Aber wie gesagt, dieses Messer in letzter Zeit natürlich auch immer mal wieder dabei. Und wenn ich bei den Taschenlampen bin, vielleicht hier noch zu erwähnen, welche ich eigentlich auch öfter mal dabei habe, ist die, oh Gott, ich glaube, das ist die E05R, ebenfalls von Phoenix. Ihr seht also, ich bin da vor allen Dingen sehr Phoenix-lastig unterwegs. Auch die Taschenlampe. Ja, sehr angenehm zu bedienen, Akku aufladbar. Stift, wenn mir mal danach ist, dann schreibe ich auch gerne mal mit einem Füller. Ist hier ein chinesisches Produkt, gefällt mir aber sehr gut von der Handlage und vom Schriftbild und gibt es in ja, 100.000 verschiedenen Farben. Edelstahlkorpus, sehr angenehm auch zu tragen. Uhr im Outdoor-Bereich zeige ich hier vielleicht noch. Ist hier diese ganz einfache, das war mal auch mal ein Werbegeschenk gewesen. Läuft aber sehr gut. Und wie gesagt, ist im Outdoor-Bereich eine sehr angenehme Alternative. Und vielleicht abschließen möchte ich mit einem kleinen Fixed oder mit zwei kleinen Fixed, die ich immer wieder sehr gerne mit mir rum Schleppe, sage ich mal. Das ist zum einen hier das GMF1 FS, hat also nach wie vor und jetzt, wo der ein oder andere sagen könnte, naja, die Klinge sieht ja immer noch tadellos aus, hast dabei. Also ich weiß auch nicht.
Schneid damit, wenn, dann eigentlich nur Lebensmittel. Man sieht, dass er so leicht angedunkelt ist von der Klinge her, aber die ist wirklich in Benutzung, wird aber nach jedem Benutzen ordentlich wieder gesäubert und ein bisschen eingeölt. Von daher sieht es einfach immer noch top aus. Wie gesagt, habe ich sehr gerne dabei. Und entschuldigt die kurze Pause, aber ich musste kurz aufstehen und das holen. Das SK09. Ja, ähnlich wie das GMF1 FS. Sehr taugliches Messer, eine sehr, sehr schöne Schärfe. Optisch absolut ein Highlight. Und wie gesagt, das kann man auch mal im oberen Bereich mal an der Currywurstbude auspacken, ohne dass die Leute schreiend davonrennen. Ganz im Gegenteil. Weckt man noch immer wieder ein bisschen Interesse damit. Ja. So, ich lasse das jetzt mal einfach hier alles so liegen. Jürgen, ich bin durch und ich hoffe, dir hat die VA gefallen. Ich hoffe generell, dass er euch gefallen hat. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es so ist. Schreibt in den Kommentaren, wie ihr die ganze EDC-Geschichte seht und ja, dann bleibt mir nur noch eins übrig. Wir sehen uns zum nächsten Video. Ciao, ciao.